Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News. Es gibt einiges zu besprechen. Es ist Januar, das Januar-Transferfenster läuft und es gibt einige Gerüchte. Einige Gerüchte, die einfach Schwachsinn sind und andere Gerüchte, die wiederum immer noch wahr werden können. Bisher ist ja unser Januar recht ruhig. Wir haben einen Spieler verliehen, Luca Wohlschläger wechselt von Hertha BSC 2, also von unserer Regionalliga-Truppe zur zweiten Mannschaft von Hansa Rostock in der Regionalliga. Das war ein Wechsel innerhalb der Liga. Aber ansonsten war es bei uns wirklich ruhig. Und Benjamin Weber hat ja gesagt, solange wir keine Spieler verkaufen, wird es schwer, auch eigene Transfers zu tätigen. Und da Maolida, Lukoki, Nsona immer noch da sind, ohne dass wir wirkliche Abnehmer finden und auch Kempf bisher den Eindruck macht, bei Hertha BSC bleiben zu wollen, schaut es eben so aus, dass wir uns keine richtigen Neuzugänge leisten können. Trotzdem schwirren immer mal wieder ein paar Gerüchte herum und genau heute werde ich über eines dieser Gerüchte sprechen. Und ich würde sagen, verlieren wir auch gar nicht so viel Zeit und sprechen wir sofort konkret um den Spieler, um den es geht. Nämlich geht es um Johannes Geis vom 1. FC Nürnberg. Und ich würde sagen, ich stelle euch erstmal den Spieler vor, bevor ich zu diesem Spieler Stellung nehme. Geis ist ein Spieler, der jahrelang beim FCN war und auch dort jahrelang Stammspieler war. Er ist 30 Jahre alt, spielt beim 1. FC Nürnberg und ist von der Position her Sechser, kann aber auch als Innenverteidiger agieren oder möglicherweise auch als Außenverteidiger. Aber hauptsächlich spielt er im defensiven Mittelfeld auf der Sechserposition. Vertraglich gebunden ist er an den FC Nürnberg bis zum Jahr 2025 und Hertha BSC wurde als möglicher Interessent ins Rennen geschickt, nämlich von der Bild. Die Bild berichtet, dass Hertha BSC sich mit dem Spieler Johannes Geis auseinandersetzt. Er ist 30 Jahre alt, spielt bei Nürnberg und diese Saison ist er nicht mal mehr Stammspieler. Beim 1. FC Nürnberg kam er in dieser Saison auf 6 Einsätze. Das war ohnehin der Verletzung geschuldet. Er ist kurze Zeit wegen einem Muskelfaserriss ausgefallen. Nichtsdestotrotz saß er in 7 von 17 Spielen komplett auf der Bank, kam nicht eine Minute zum Zug und in 3 weiteren Spielen wurde er kurze Zeit nur eingewechselt. Also Johannes Geis ist ein Spieler, er spielt beim 1. FC Nürnberg nur noch als Rotationsspieler eine Rolle und fußballerisch muss man ihn einschätzen wie einen deutschen Buschalakis. Grundsätzlich ist Johannes Geis gar nicht mal so ein schlechter Fußballer. Ich habe mir mal ein paar Videos wieder angeschaut und ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört. Johannes Geis ist an sich ein ordentlicher Fußballer. Ein Fußballer, der ein gutes Passspiel hat, der eine gute Übersicht hat und der richtig gut mit dem Ball agieren kann. Er hat eine hohe Spielintelligenz mit einer grandiosen Übersicht und kann das Spiel richtig, richtig gut aufbauen durch gute, weite Bälle. Aber ähnlich wie Buschalakis ist er ein Spieler, der verdammt langsam ist, der verdammt unbeweglich ist, der sich nicht mehr wenden kann. Und sein Aufbauspiel ist da ja auch recht langsam. Als Defensivspieler, vor allen Dingen als er jetzt zuletzt als Innenverteidiger mal gespielt hat, ist er zu spät, zu reaktionslangsam. Er ist halt wirklich, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, der deutsche Buschalakis. Und das meine ich todernst. Also er wird immer wieder als standardstark betitelt, aber ich gucke mir seine Standards an und die sind jetzt nicht besser als die Standards von Jonjo Kenny. Also für mich ist das ein Spieler, wenn ich jetzt hier mal Stellung zu benehme, wo ich einfach sage, wir sollten von diesem Transfer Abstand nehmen. Johannes Geis würde nur Sinn ergeben, wenn uns zum Beispiel ein Spieler wie Buschalakis verletzt. Aber so an sich würde ich sagen, macht der Transfer von Johannes Geis keinen Sinn. Ja, wir brauchen möglicherweise einen Spieler auf der 6, aber der Spielertyp Johannes Geis ist einfach bei uns im Kader schon so eine Art vorhanden. Buschalakis ist zwar noch ein bisschen langsamer und hat vor allen Dingen, was das Offensivspiel angeht, nicht, sage ich mal, so ein feines Füßchen wie Johannes Geis. Johannes Geis ist ja ein Spieler, da geht es recht schnell nach vorne. Für Umschaltspiel ist der Spielertyp echt ideal, aber trotzdem, Johannes Geis verdient nicht wenig Geld, ist 30 Jahre mittlerweile alt und ich sag, ich würde ihn definitiv nicht verpflichten. Ich finde halt wirklich, dass der Spielertyp Johannes Geis eine Mischung von Buschalakis und Martin Dardai ist. Martin Dardai hat auf der 6 ähnliche Stärken und Schwächen. Er kann das Spiel durchaus gut aufbauen, er kann das Spiel auch schnell machen mit einem guten langen Ball. Aber mehr kommt er nicht. Ziemlich unbeweglich und ich glaube,
das macht an dieser Stelle keinen Sinn, Johannes Geis zu verpflichten. Und das ist jetzt schon bereits das zweite Gerücht in diesem Winter, wo ich einfach sage, das spricht mich nicht an. Es ist vielleicht echt eine gute Idee, an ältere deutsche Spieler zu denken, die momentan vielleicht keine Rolle spielen. Aber bei Geis bin ich dann wirklich abgeneigt von einem Transfer, denn fußballerisch hebt er uns nicht auf die nächste Ebene. Ich meine, Geis ist einfach nur ein Kaderfüller. Und da momentan ohnehin Bouchalakis und Hussein nicht Stammspieler sind, macht das an dieser Stelle noch weniger Sinn. Da macht für mich ein möglicher Transfer von Jagiello, ein Spieler, den ich letzte Woche besprochen habe, viel mehr Sinn. Ein 26-jähriger, potenziell sich noch weiterentwickelnder Spieler, der durchaus Potenzial hat, höheres Niveau zu erreichen, aber Johannes Geis war schon vor zig Jahren auf den Hoch seiner Karriere und ist seitdem, vor allen Dingen beim Club, ging es einfach nur noch bergab. Von daher, ich würde mich nicht mit diesem Spieler beschäftigen, was Benjamin Weber und Co. geplant haben, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das eher eine Nebelkerze von der Bild ist, denn wir gehen jetzt ganz kurz auf einen zweiten Bericht von Sky Sport News ein. Ben Heckner von Sky Sport berichtet, dass Johannes Geis vom 1. FC Nürnberg bei Hertha BSC aktuell kein Thema sei. Das heißt, es ist ein Bericht, der konträr zu dem Bericht von der Bild steht. Der Mittelfeldspieler soll sich wohl beim 1. FCN sehr wohlfühlen. Ein Winterwechsel ist trotzdem möglich, aber möglicherweise bleibt doch einfach beim 1. FC Nürnberg. Ein Wechsel ist nicht komplett ausgeschlossen, aber aktuell ist der kein Thema bei uns. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass das stimmt. Es klingt hart, aber das ist wirklich ein Gerücht, was mich gar nicht überzeugt. Er schlägt zwar gute Standards, hat einen richtig feinen Fuß, gutes Passspiel, aber seine besten Zeiten sind einfach vorbei. Und wer beim 1. FC Nürnberg, einem Verein, der unter uns steht, nicht mal ansatzweise auf Einsatzzeiten kommt, der ist auch nicht gut genug für uns. Er kommt zu uns und ich sehe schon, wie wir uns alle beschweren, weil er ihm keine Leistungen zeigt. Aber warten wir mal sowieso ab, was bei uns passiert. Weber und Co. haben oft genug gesagt, es werden nur Spieler kommen, wenn auch welche gehen. Und da es momentan noch nicht mal konkrete Gerüchte zu Maulida, Lukoki und Nsona und Co. gibt, denke ich mal, dass es diesen Transferjanuar kaum, wenn nicht nur zu ganz, ganz wenigen Transfers für die erste Mannschaft kommt. Ich muss aber sagen, Geis ist das zweite Gerücht nach Marseille, was mich einfach nicht vom Hocker haut, wo ich einfach sage, dass es dort definitiv bessere Optionen gibt, denn wir sind immer noch ein aufstiegswilliger Verein aus der zweiten Liga und wir brauchen uns da nicht von der Ersatzbank eines Mittelklasse-Zweitliga-Clubs bedienen oder halt eben aus der dritten Liga einen Spieler verpflichten, der eben auch nicht absolut überragt. So viel von mir dazu und ich würde sagen, kommen wir zum zweiten Thema des Tages. Nader Djindawi hat sich im Trainingslager zu seiner Zukunft auch ein bisschen geäußert. Er hat über die aktuellen Wochen gesprochen und darüber, dass er momentan Teil der Profis ist. Und Nader Djindawi, der macht momentan wirklich einen überragenden Weg. Und in den Testspielen gefällt er mir gut. Zuletzt gegen Erzgebirge Aue war er cool, okay. Und auch das Testspiel jetzt letzte Woche gegen Mechelen am Mittwoch, das war auch vollkommen okay. Und im Interview gegenüber der Bild sagt Nader Djindawi folgendes, Zitat, das waren meine schönsten Wochen. Das Gefühl, durch Berlin zu laufen und von Hertha-Fans angesprochen zu werden, ist ein anderes Gefühl als meine Community. Ja, das kann ich verstehen, die Community von Djindawi besteht nun mal, ja, aus, egal. Kommen wir zum nächsten Thema. Er hat darüber hinaus gesagt, Zitat, ich weiß, dass mich die Hertha-Fans ins Herz geschlossen haben. Das will ich ihnen zurückzahlen, weil es mir sehr viel bedeutet. Ich will ihnen zeigen, ich bin kein Influencer, ich bin Fußballer. Und er hat auch über die Ziele von Hertha gesprochen. Er hat nämlich gesagt, Zitat, ich bin ein Träumer, ich träume immer vom Größten. Ich habe den Traum vom Pokalfinale und den Traum vom Aufstieg. Ich hoffe, dass es mehr Leute so sehen. Den Traum habe ich nämlich dieses Jahr auch. Wobei mich natürlich der Traum vom Pokalfinale nochmal mehr reizen würde. Aber wie gesagt, er hat auch über seine Zukunft gesprochen und darüber sprechen wir jetzt. Er hat gesagt, Zitat, von meiner Seite kannst du hier 10 Jahre mit mir verlängern. Ein Profivertrag wäre am schönsten. Leider gibt es noch keine Gespräche. Ich mache meine Arbeit und gucke, was auf mich zukommt. Das heißt, Nader Djindawi ist bereit, bei Hertha BSC zu verlängern, aber höchstwahrscheinlich wird Hertha die Gespräche erst im Frühjahr anlaufen lassen. So war ja auch der Stand vor wenigen Wochen.
Aber man muss festhalten, die Entwicklung von Jandaui ist beachtlich. Er ist eine wahrliche Alternative für die Profis. Er macht das auf der rechten Flügelseite wirklich gut. Und wenn er jetzt auch ein bisschen mehr ein Auge für einen Mitspieler haben könnte, dann glaube ich wirklich, dass er hier das Zeug hat, noch einiges zu erreichen. Er gefällt mir momentan sehr, wobei ich trotzdem immer noch dafür plädiere, auf der rechten Außenposition eine Neuverpflichtung einzutüten. Aber ich habe noch ganz, ganz viele andere Wünsche. So viel zu Nader Jandaui, so viel aber auch zum Gerücht rund um Johannes Geis. Heute mal wieder ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ganz gerne ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage zu einem weiteren Video wieder. Bis dahin würde ich sagen, genießt auf jeden Fall den Abend. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Schönen Tag euch noch und tschüss. The world.